Hallo Leute, willkommen zum ersten Bonuspart von Assassin's Creed 2 und hoffentlich auch dem einzigen Bonuspart. Das heißt hoffentlich, also im ersten Bonuspart werde ich jetzt erstmal die Wahrheit fertig machen, denn im Let's Play habe ich ja nur die Maximalanzahl minus 2 bekommen, also 2 fehlen mir noch. Zum Glück kann man in-game gucken, welche das sind. Da muss ich nicht so extra für holen, also ist jetzt kurz nach dem Finale, was ich gespielt habe. Und wir suchen jetzt erstmal die Wahrheit in der Toskana auf diesem komischen Hof. Und haben sie gefunden. Die Pyramide. Und diesmal habe ich keinen Guide Das dafür offen. Ende. Was nicht gut sein Das Ende. Fast das Ende. Es ist schon passiert. Die Spiele waren einst Teil eines Ganzen. Der vierte Tag. Oh, das wird schwer. Einst angebetet, nun ignoriert, beobachte es aus der Ferne und wartet. Oh Gott, ey. Ich wollte eigentlich nur zoomen. Hier zoomen. Muss ja für T drücken. Keine Ahnung. E vielleicht. Aus der Ferne und wartet. Was mit alten Göttern? Das hier vielleicht noch? Nein. Das ist das. Auch nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das hatte ich schon. Gott, was ist denn hier schon wieder? Kann ich einen Tipp haben direkt? Einst angebetet, nun ignoriert, beobachte es aus der Ferne und wartet. Ja, ich denke mal, dass irgendwelche Altgötter nicht mehr angebetet werden. Ja, und wenn wir uns das mal angucken, was wir alles haben. Egal. So. Das hier ist irgendwas, keine Ahnung. Das hier. Wüsste ich nicht, wer das nun anbeten sollte. Das ist wieder so ein Maya-Sonnengott-Scheiß. Moment, hat er nicht gerade ein Wissen? Egal. Was haben wir hier? Hier haben wir irgendwelche Leute. Das ist Adam und Eva. Und das ist die Schlange im Baum, oder? Nee, ist das nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist irgendein Flammengott. Das sind irgendwelche Schlangengötter. Das ist keine Ahnung, was das sein soll. Dann noch das und dann noch das. Doch, das ist es. Glaub mir. Dann wird halt gegoogelt. So, Assassin's Creed 2, da haben wir die Seite wieder. Nicht wissen, ja. Müsste der vierte Tag sein, oder? Der vierte Tag ist Glyphenrätsel 19. Bildern mit der Sonne. Okay. Es ist halt auf jeden Fall eine Sonne. Hinweis. Okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Hat das hier eine Sonne? Das hat keine Sonne. Das hat einen brennenden Typen, der als Sonne gilt. Das weiß ich nicht. Das hat eine Sonne. Das hat eine Sonne. Und das andere doch auch, oder? Okay, gut. Ein Wälder voller Asche, der im Himmel, okay. Wenn man das lesen will hier. Hab's gefunden. ID, Erde. Passcode gefunden. Datei freigegeben. Was war das hier schon wieder? Okay, da klettern sie hoch. Ich habe gerade nochmal weggeguckt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in Florenz wieder, wo der nächste Teil ist.
Bis gleich. So, wieder da. Ich habe das gefunden. In der Santa Croce in Florenz. Und einfach erkennen die Wahrheit. Oh, wieder dreht, endlich. In Zeichen, Gemälden, Gesichtern, Dokumenten, aber wir sehen sie nicht. Wir sind blind für unsere eigene Schöpfung. Sehr gut, und jetzt? Moment mal, das sieht kompliziert aus, wenn ich jetzt auch noch den äußeren Ring drehen muss. Okay, jetzt habe ich irgendwas komplett falsch gemacht, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht der Beste hier drin, muss ich sagen. Okay, der muss noch ein bisschen weiter nach da. Dann muss der, wo jetzt hin muss. Oh mein Gott, ich habe so viel Glück. Das war jetzt nicht so schwer. Fehlendes Glied, Archiv. Zu verweigert. Ich kann das nicht. Doch wird es mich aus diesem endlosen Zeitring befreien? Ich fühle, wie die Guillotine meinen Hals durchdreht. Nächstes Mal ist es erlaubt. In meine Brust einschlägt. Sehr gut. Das Wasser meine Lungen füllt. Das Blut fließt dick und rot. Ich muss da raus. Ich schreibe als Reaktion auf Ihre Bedenken zur zunehmenden Beunruhigung der Presse und der Wissenschaft das Fehlen einer Übergangsspezies vom prähistorischen Urmenschen zum modernen Menschen Homo sapiens ist nicht länger sicher. Wie Sie schreiben, müssen wir reagieren. Wie Sie schreiben? Komma, müssen wir reagieren. So, wir dürfen die Wahrheit nicht ans Licht kommen lassen, sonst erfahren Sie von den Artefakten. Es würde zu viel Unruhe und zu viel Chaos erzeugen. Vergraben Sie die Skelette, die wir geschaffen haben, in der Nähe von Tim Whites Expedition in Äthiopien. Wir geben Ihnen das fehlende Glied. Die Geburt der Menschheit. Die Wahrheit macht mich krank. HIVS. Irgendein Templerfeind. Ich kann die Sterne sehen. Mein Geist ist gegangen. Lucy, ich kann nicht länger warten. Ich bin bereit. Sieh sie, wie ich das Messer hebe. Der Affe hieß ja auch Lucy, den die damals gefunden haben. Subjekt 16. Wow. Habe ich es abgebrochen? Nein. Habe ich das gerade wirklich gesehen? Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Alles klar? Er könnte uns das alles erklären, wenn wir ihn noch fragen könnten. Oh, ich hab's übersprungen, glaube ich. Sitzung, Datum, geheim, vor irgendwas, vor Christus. Ne, Datum, unbekannt vor Christus. Nice chest, by the way. Das war gemein. Adam, ich hab ihn. Eva! Pass auf! Das war cool.
Okay, Leute, das war's dann so mit dem Bonus-Part. Ich hoffe, euch gefallen. Falls ihr noch was sehen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin offen für alles und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.